25 Jahre Weihnachten mit Frank Zander. Der Musiker und Entertainer lädt wieder in einem Berliner Hotel Obdachlose und Hilfsbedürftige zu einem Riesenfest ein. Die Zahl der Gäste hat sich seit 1995 verzehnfacht und Zanders Motivierung lässt nicht nach. Also ich habe ja Kraft hier noch, denke ich mal, und werde es noch, weiß nicht, 10 Jahre weitermachen, um einfach Menschen gewisse Freude zu bringen. Und das ist das Wichtigste. Alles andere könnte man, hätte, würde, und wir haben heute gemacht. Die 3000 Gäste freuen sich auf Gänsebraten, Brotkohl, Geschenke und Live-Musik. Viele sind auch große Zander-Fans. Oh Susi, du hast mich so gern. Auch Promis und Politiker packen mit an und haben Spaß dabei. Was man hier sieht, was man hier erlebt und was hier gemacht wird, das ist der gelebte Weihnachtsgedanke. Und deswegen bin ich hier. Neben Essen, Geschenke auspacken und die Show genießen, nutzen einige Gäste auch die Gelegenheit, mit Politikern ins Gespräch zu kommen. Doch die meisten genießen einfach die Stimmung und das Beisammensein. Ich fühle mich hier richtig wohl unter Leuten, die auch dazugehören. Also ist ja, bin ich unter uns, sagen wir so. Für sein Engagement wurde Frank Zander bereits mit dem Verdienstorden des Landes Berlin und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Für viele ist seine Weihnachtsfeier zur unverzichtbaren Veranstaltung des Jahres geworden.